Hallo, wir sind im Video Metrische Räume 12 und da geht es um Einheitskreise in den verschiedenen Metriken. Ja, was ist ein Einheitskreis? Ein Einheitskreis, der besteht aus allen Punkten, die vom Ursprung den Abstand 1 haben. Also das ist hier ein Kreis, das sieht man ja, und alle Punkte auf dem Kreis haben den Abstand 1, weil eben der Radius gleich 1 ist. Zum Beispiel der blaue Punkt hier. Gut, das kennt ihr aus der Schule, aber wir haben ja jetzt gelernt, dass man den Abstand auch anders definieren kann. Wir kennen schon die Taximetrik und die Maximometrik und dann noch ein paar andere Metriken. Ja, und wir überlegen uns jetzt, wie sieht denn so ein Einheitskreis in anderen Metriken aus? Und da stellen wir fest, bei der Taximetrik, da ist der Einheitskreis plötzlich ein Viereck. Und das gleiche passiert bei der Maximometrik. Da ist es auch ein Viereck und das Viereck ist sogar noch etwas größer. Ja, also wenn ich eine andere Metrik nehme, dann ist ein Einheitskreis plötzlich viereckig oder der kann auch eine ganz andere Form haben. Kommt immer drauf an. Ja, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Wir wollen uns überlegen, warum hat der Einheitskreis, wenn man die Taximetrik anwendet, genau diese Form hier? Ja, da müssen wir zunächst einmal wiederholen, wie diese Taximetrik funktioniert. Da haben wir gesagt, so ein Taxifahrer in Manhattan, der kann durch diese Straßenstruktur nur waagerecht fahren und nur senkrecht. Ja, und die Summe von beiden, also die waagerechte Fahrstrecke plus die senkrechte Fahrstrecke, das ist dann die Distanz, also der Abstand. Ja, also waagerechte Strecke plus senkrechte Strecke. So, jetzt suchen wir ja alle Punkte, die den Abstand 1 haben. Das heißt, wenn ich hier zum Beispiel um 0,8 Einheiten nach rechts gefahren bin in dem Taxi, ja, dann kann ich nur noch 0,2 nach oben fahren, denn 0,8 und 0,2 ergibt 1. Wenn ich jetzt noch weiter nach oben fahre, ja, dann ist ja mein Abstand größer als 1. Ja, und das möchte ich ja nicht haben. Ich suche ja alle Punkte mit dem Abstand 1. Ja, und so komme ich eben zu den lila Punkt. Ja, und genauso, wenn ich 0,6 nach rechts fahre, dann kann ich noch 0,4 nach oben, denn 0,6 und 0,4 ergibt 1. Und wenn ich 0,4 nach rechts fahre, dann kann ich 0,6 nach oben fahren, denn 0,4 plus 0,6 ergibt wieder 1. Ja, und so weiter, bis ich hier bin. Wenn ich 0 Einheiten nach rechts fahre, dann kann ich eine ganze Einheit nach oben fahren, dann habe ich die Distanz 1. Ja, auf diese Art und Weise ergibt sich diese Seite und natürlich dann auch die anderen Seiten. Ja, was ist das nächste, was wir machen? Wir stellen uns die gleiche Frage für die Maximometrik. Das heißt, wir suchen wieder den Einheitskreis, aber diesmal unter der Bedingung, dass wir die Maximometrik anwenden. Ja, wie funktionierte nochmal die Maximometrik? Ganz einfach, da bildet man die Betragsdifferenz der ersten Koordinate und die Betragsdifferenz der zweiten Koordinate, also in senkrechter Richtung. Und dann guckt man, welche ist größer, ja, und das ist dann eben der Abstand. Gut, dann gucken wir jetzt mal hier, welche Punkte haben den Abstand 1 vom Ursprung, unter der Maximometrik. Ja, beginnen wir mal bei irgendeinem Punkt, zum Beispiel 0, 0,2, den haben wir ja hier, der ist über den gelben Punkt und da ist weder die erste Koordinate noch die zweite Koordinate gleich 1. Ja, aber ich kann herbeiführen, dass eine der Koordinaten 1, den Wert 1 erreicht, indem ich immer weiter nach rechts gehe und irgendwann ist die erste Koordinate gleich 1. Ja, und jetzt habe ich eben den Abstand 1, weil die größere der beiden Koordinaten den Wert 1 hat. Gut, nehmen wir einen anderen Punkt, den Punkt 0, 0,6, den haben wir ja hier. Ja, da kann man sagen, weder die 0 noch die 0,6
sind gleich 1. Ne? Weder die erste noch die zweite Koordinate haben den Wert 1. Das ändert sich erst, wenn ich immer weiter nach rechts gehe. Ne? Die zweite Koordinate bleibt dann bei 0,6. Aber die erste erreicht irgendwann den Wert 1. Ja? Und weil eine der beiden Koordinaten den Wert 1 erreicht hat, hat jetzt auch der gesamte Abstand den Wert 1, ne? Also dieser Abstand d hier. Ne? Sobald eine der Koordinaten den Wert 1 erreicht, ist der gesamte Abstand gleich 1, ne? Weil eben die Max-Funktion den größeren Wert heraussucht. Ja, das gleiche gilt natürlich auch, wenn ich nach oben gehe, zum Beispiel hier vom Punkt 0, 0,6. Ne? Gehe ich jetzt nach oben, dann bleibt zwar die erste Koordinate immer bei 0, aber die zweite wächst jetzt an, bis sie hier den Wert 1 erreicht hat. Ja, und weil die Max-Funktion den größeren Wert nimmt, ist dann auch der gesamte Abstand gleich 1. Gut, wir können also sagen, ich kann mich so lange nach rechts bewegen, bis die erste Koordinate den Wert 1 erreicht, und ich kann mich so lange nach oben bewegen, bis die zweite Koordinate den Wert 1 erreicht. Ja, und dadurch ergibt sich eben hier diese viereckige Form. Ja, das war's. Auf Wiedersehen.